Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bausimulator. In der letzten Folge hatten wir wohl, ich glaube, einen der größten Flops hier im Let's Play. Man kauft sich mit euer Geld einen Radlader. Man denkt, ach, beste gefühlt 5-6 mal rein. Ja gut, okay, so viel ist jetzt nicht übertrieben. Aber fährst hier ein paar Mal rein und fertig ist der Auftrag. Ja, Pusteguten. Der wunderschöne Radlader hier vorne. Der ist zu klein. Da hat jemand wirklich am Kübel gespart vorne. Tja. Somit ist der Baggerlöffel größer. Und somit müssen wir damit umgraben. Tja. So ganz kommen. Drei Buchstaben sind nicht automatisch groß. Auch wenn man es eigentlich vermuten möchte. Das gefühlt alles, was Caterpillar rausbringt, wirklich für wirklich groß wirkt. Groß, mächtig und wofür vielleicht der Hersteller sonst noch ein bisschen da steht. Wobei, ich glaube, da müssen wir erstmal überlegen, was überhaupt vom Bausimulator von Cat überhaupt hier im Spiel ist. Das würde mich eigentlich interessieren. Mal interessenshalber, Atlas, Bobpad, Cat. Was haben wir hier? Also wir haben einen LKW, wir haben eine Fräse, wir haben einen kleinen Mobilbagger. Okay, das ist vielleicht so eine Sache. Kann man jetzt mal den Löffel drehen? Das wäre nochmal ganz cool. Wir haben hier eine Erdbauwalze, Muldenkipper, Planierraupe, Motorgrader, Asphaltwalze, Baggerlader, Schwarzdeckenfertiger. Okay, das ist ein süßes Teil, der Baggerlader sowieso. Ja. Gut, ist nicht alles unbedingt XXL. Aber es klingt zumindest XXL. Sagen wir es mal so. Eigentlich müssen meine Möglichkeit sich den Mobilbagger ja eigentlich ja auch mal irgendwie testen. Aber ich weiß nicht genau, wo man den am besten vielleicht einsetzt. Das ist vielleicht so ein kleines Problem. Ich glaube nicht, dass es für den Mobilbagger irgendwelche Anhänger gibt, die du hinterhängen kann. Dass du sagst, okay, fährst mal eben erstmal zum Baustoffhändler, holst dir, ich nenne es mal Baumaterial, zum Beispiel ein paar hier, was nehmen wir da ein Beispiel? Irgendwelche Pflanzen. Irgendwelche kleinen Bäume. Oder musst du an der Baustelle einfach nur noch Löcher graben und sie dann einsetzen? Beziehungsweise den Auftragstypen, den müsste es, glaube ich, hier sogar geben, wie ich ihn jetzt beschrieben habe. Nur, es gibt keinen Anhänger für den mobilen Bagger. Das wäre vielleicht wohl nicht verkehrt, aber gut, vielleicht ein andermal. Aktuell 47% sind raus. Also wir sind schon bei knapp über der Hälfte. Das ist doch schon mal grandios. Da sagt man doch nicht nein zu. Ja, dann ist noch auf gut Glück hoffen, dass wir hier das einigermaßen hinkriegen. Gut, theoretisch müssen wir noch mal lernen, ein bisschen sauberer zu baggern, weil da ist noch jede Menge Erdhaufen drin, aber... Da kann ja hier Freundchen Scheiterhaufen oder die gescheiterte Maschine dahin machen. Ich glaube, das wäre vielleicht sogar fast das Beste. Eben erstmal hier so grob aus und die Feinarbeit machen wir mit dem da hinten. Ich glaube, dafür sollte der auch noch ausreichen, so gerade eben. So, dann hier einmal rum. Komm. Einmal hoch damit. So, dass sie schon bald passen. So, das sieht doch schon mal sehr schön aus.
Irgendwie hupen die Autofahrer hier gerne, glaube ich. Komischerweise immer mal derselben Hupe. Also immer die so ein bisschen mehrtönige. Das müssen wir überlegen, ne? Diese sogenannten Dreiklanghupen. Sind die überhaupt in Deutschland erlaubt? Das würde mich auch interessieren. Weil, ja. Es wirkt irgendwie sehr interessant. Manche. So. %59, also das sieht doch schon mal grandios aus. Ich meinte 58%. Der Typ hat wieder was ins Loch geschüttet. Aber wie geht hier langsam der Platz aus? Das ist gerade so mein kleines Problem. Mir geht hier der Platz aus. Ich muss ja schließlich irgendwo noch schwenken können. Mit dem Bagger. Und hier kommt momentan zu viel bei rum. Gut, wenn wir jetzt Multiplayer wären, dann würden wahrscheinlich jetzt die anderen drei eventuell das ganze, den ganzen Rummel die ganze Zeit wegfahren. Also, bis vier Spiele gibt es ja, glaube ich, in Bausi. Wenn es jetzt mehr sind, dann kann man mich gern korrigieren, aber ich meine, es sind maximal vier Spieler pro Spielstand. Gleichzeitig spielen können. Ja, bestimmt eine lustige Runde, glaube ich. Leuchtung ist an. Man sieht nur nicht viel. Grandios. Wozu hat man seine Arbeitsscheinwerfer überhaupt dran? Ah ja, schön, warte, damit die Maschine durch den Schiff kommt. Da war ja mal was. Nicht, dass er so wie eine Geschichte, die man TÜV, die von einem TÜV-Prüfer für Baumaschinen erfahren habe. Er hatte einmal einen Fall, da sollte ein großer Bagger, sowas hier in der Art hier, sollte seinen TÜV-Stempel kriegen an dem Tag. Allerdings hat der Prüfer gleich direkt gesagt, der Maschine gebe ich keinen TÜV. Erstmal kommt hier alles wieder dran, was da dran überhaupt an der Maschine dran gehört hat. Denn der hat, haben die ganzen Arbeitsscheinwerfer gefehlt, Randaleleuchte, ja, einfach alles, was irgendwie mit Beleuchtung und so weiter zu tun hat. Ich weiß nicht, ob da die, ob die Maschinen auch irgendwelche Warnanlagen haben, teilweise. Dann hätte da das vielleicht sogar auch noch gefehlt. Weil ich glaube, das haben die Bagger ausnahmsweise mal nicht. Ich sag mal so, und die Bagger da hat normalerweise eigentlich niemand anderes was verloren. Also von daher ist das vielleicht so eine Sache. So. 71%. Das läuft doch schon mal grandios. Ich glaube, so schnell wären wir mit dem Radlader nicht gewesen. Da muss ich jetzt leider ehrlich sein. Ich habe zwar wirklich eine Vorliebe für Radlader im Spiel, damit sie eventuell Erde ausheben. Aber in dem Falle hätte ich das wirklich vergessen können. Vor allem mit der ganzen Fahrerei rein und raus, rein und raus. Auch noch Zeit bei Flöten. Ich glaube, das sind wir wirklich mit dem Ding hier. Sogar wirklich hätten gleich direkt einfach durchbaggern sollen. Dann wären wir bestimmt schon lange fertig. So, dann erstmal einen Meter wieder zurück, dass ich hier ein bisschen Platz kriege. Warte, falsche Richtung. So. Das passt jetzt ein bisschen besser hoffentlich. Dann habe ich gleich ein bisschen Platz.
können wir mehr oder weniger gemütlich schwenken und den Sand hier an die Seite hinschmeißen. Warte, ein bisschen Sand geht hier glaube ich noch rein. Das war jetzt nicht mein Plan. Aber wir haben ja noch Kapazitäten frei hier. Es ist noch möglich. Vielleicht auch zu Maßnahme. Wenn das nicht mit dem LKW direkt wegfährst, dann lässt du hier vielleicht noch zwei Mühe beschäftigen, der die ganze Zeit den Sand irgendwie nach da ganz hinten in den Kart. Auf einen großen zentralen Haufen. Weil ich glaube, wegfahren wäre hier ausnahmsweise mal deutlich besser und angenehmer. Wenn ich mir das hier so angucke. Es ist noch das reinste Chaos hier. Sehr schön. So, und dann kommt jetzt hier ganz hinten die große Ecke. Und ich würde auch mal behaupten, das nenne ich mal einen Erdhügel. Ich glaube, mit dem Erdhügel können wir mehr als zufrieden sein. Noch einmal langen Arm bitte. So. 84. Gleich haben wir es. Also wenn es sich aus irgendwelchen Gründen nicht ausgeht, diese Folge, wegen 1 oder 2%, trotz leichter Streckung, dann ist das spätestens zur nächsten Folge auf jeden Fall abgeschlossen. Da bin ich mir auf jeden Fall schon sicher. Auch noch großen anzusetzen. Ich glaube, es lohnt nicht. Aber das wollen wir natürlich trotzdem versuchen, noch diese Folge hinzukriegen. Das heißt, einfach rein und raus mit dem Löffel. Hauptsache, der Sand ist irgendwie draußen. Wie ist egal. Hauptsache draußen. Jetzt richtig Gas geben und nicht zu viel Sand wieder unten reinschütten. Das wäre auch ein ganz wichtiger und entscheidender Faktor, ob wir das schaffen oder ob wir das nicht schaffen. Es ist ein Rennen gegen die Zeit. Aber es fehlen nur noch 6%. Es sollte gehen. Es sollte funktionieren. Das ist doch schon mal ganz gut. Falsche Richtung. Ja, das frisst natürlich jetzt unnötig Zeit. Aber ich würde dann einfach jetzt an der Stelle sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich mache die letzten Prozent noch mal eben kurz zu Ende. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal.